So, meine lieben Freunde der politischen Bildung, und das sind wir ja hoffentlich alle, Politik ist ja super wichtig. Wir haben Europawahl nächsten Monat, glaube ich, also jedenfalls jetzt demnächst. Und wir haben den Wahl-o-mat in Schwarz, mein Gott. Wenn ich hier sehe die Medienpartnerliste, dann wird mir allerdings etwas schwummrig. ZDF, Taz. T-Online, dieses Schmierenblatt. Ja, die Ansammlung derer, die Medienpartner sind, lässt einen da nicht so hoffnungsfroh mitmachen. Auch warum der Schwarz? Der war doch immer gelb. Sehen die schwarz? Man weiß es nicht. Aber hier steht: Alle 35 Parteien, die jetzt zur Wahl antreten, haben die Wahl-o-mat-Thesen beantwortet. Jetzt sind Sie an der Reihe, also Sie und ich. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Wahl-o-mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahl und Politik. Na, wollen wir mal anfangen. 38 Fragen gibt es und die Frage 1 ist, die EU soll eigene Steuern erheben. Hat ihr einen Schaden oder was? Nein. Die EU. Keinen Cent soll diese Scheißorganisation kriegen, wenn es nach mir ginge. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Aber hallo, ja, natürlich, das E-Auto ist ein Rohrkrepierer. Und egal, wie wir in die Zukunft gehen, wissend, dass uns eines Tages dieser Stoff ausgeht, denn er ist nun mal endlich, soweit wir das jedenfalls wissen. Ein paar Schlangendoktoren behaupten zwar, das regeneriert sich auch zu unserer Lebenszeit oder weiß ich nicht, es gibt noch andere Möglichkeiten, darüber will ich jetzt nicht streiten, aber im Moment, in dieser kurzen Zeit, wir haben ja schon 24, also innerhalb von 11 Jahren den Verbrennungsmotor, nein. Ach so, sollen zugelassen, noch neu, also ja, dem stimme ich zu, ja, sie sollen auch nach 2035, ich halte das nicht haltbar, das ist zu schnell. Egal, wie man dazu steht jetzt im Ganzen. Die EU soll eigene Seenotrettung im Mittelmeer, im Mittelmeer aufbauen. Ja, das ist natürlich Seenotrettung. Tja, Seenotrettung ist, wenn man an der Küste aufgefangen wird und zur Küste zurückgebracht wird, die die nächste ist. Oder die das eigene Herkunftsland sind. Da ich der EU das aber nicht zutraue, sage ich natürlich nein. Eher friert die Hölle zu, als dass ich der EU eine eigene Seenotrettung zustimme. Die nationale mag auch nicht besser sein, aber die EU ist ein Höllenverein. Also nein. Die Ukraine, ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Die Ukraine soll ein Mitglied der EU werden? Nein! Weder der EU noch der NATO. Seid ihr denn des Wahnsinns, die EU direkt vor die Haustür Moskaus auszudehnen? Die wollen wirklich den Weltkrieg, diese Leute. Nein, nein, nein. Die EU soll vorrangig, was blitzt denn da draußen schon wieder? Ach so. Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Nein, ökologische Landwirtschaft ist teuer, das macht das Essen teuer. Nein, ich bin ein Kind der 70er, wir überleben Gifte. Nope. In Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Nee, ja, das ist so eine Gefühlsfrage. Ups, was kommt da? Nee. Nein, das ist unrealistisch. Also, nein, soll es nicht. Der Zug ist abgefahren. Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich durch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu. Nee, die EU hat überhaupt nichts zu empfehlen. Nein! Also weder das noch sonst irgendwas. Die Jagd von Wölfen soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Och, das ist so eine Frage, wo ich sage, da verstehe ich nicht so richtig was davon. Soll die Jagd von Wölfen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist? Mein lieber sind mir Ausgleichszahlungen an die Geschädigten, ehrlich gesagt, aber das werden jetzt viele, die sagen, Steuern sind Raub. Nein, Steuern sind nicht Raub, Steuern muss man bezahlen. Mit Steuern wird gesteuert, darum heißen sie so. Sonst lebt man im Chaos. Aber okay, genug, genug, genug. Jagd von Wölfen. Nein, stimme ich nicht so.
Ich weiß auch nicht warum, rein gefühlsmäßig. Beim Bau neuer Wohngebäude, schon wieder die EU, aber gut, es ist auch die EU. Beim Bau neuer Wohngebäude soll in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Nein, soll sie nicht. Das ist eine nicht zukunftsträchtige Technologie. Punkt, Ende, aus, die Maus. Mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden. Seid ihr des Wahnsinns? Nein, nur einstimmig. Wenn einer sagt nein, dann nein. Wenn wir die EU schon haben. Nein, dem stimme ich nicht zu. Der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein. Ja, fliegen darf kein Privileg der Millionäre und Milliardäre sein. Ja, steuerfreies Flugzeug. Benzin, bitte. Ja. Die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse haben. Nein, jede weitere Befugnis und eine Polizei der EU, das ist ein Terrorsystem. Nein, dem stimme ich natürlich nicht zu. Die EU soll länderübergreifende mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärker finanziell fördern. Nein, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört abgeschafft, überall. Was andere Länder machen, ist mir egal, aber von meinem oder unserem deutschen Steuergeld soll auch noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk anderer Länder finanziert werden. Habt ihr denn Suppe im Hirn? Sollen wir von unseren Steuern nicht nur unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen, sondern auch den anderer Länder? Hat man euch ins Hirn geschissen? Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Ja, weil ich glaube an diesen Schwachsinn nicht. Ich berufe mich hiermit auf Wenzel Plaum, seines Zeichens Physiker. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihren Listen ist. Das ist jetzt so was, wohin das führt. Also, wenn man sagen würde, es gibt nur Mann und Frau, so wenn das die Position der EU wäre, dann würde ich sagen, nein, dann würde ich die Vorgabe der EU, aber die EU wird das nicht entscheiden. Also, andererseits will ich, dass das Europäische Parlament, wie gesagt, gar nichts in solchen Angelegenheiten entscheidet. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil. Also ich sage mal ja, damit die Parteien das eigenständig entscheiden. Ja, sollen sie. Die EU soll die Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen. Das ist auch wieder so eine Fangfrage. Alter Schwede. Ja, wenn man denn wüsste, wofür die EU das ist. Ich bin für bedingungsloses Grundeinkommen. So, das wissen auch die meisten seit längerem. Stehe ich auch dazu. Grundsätzlich gibt es ja die, die den Sozialstaat abrasieren und die, die ihn erhöhen. Aber die erringen dann in der EU mal die, die Mehrheit. Und das bedeutet, dass das in der EU, da kann es natürlich sein, dass wir in Deutschland eine asoziale Regierung bekommen, in der Europäischen Union aber eine soziale. Das heißt, dann wäre die EU für mich von Vorteil. Es kann aber auch genau umgekehrt sein, dann wäre die EU für mich von Nachteil. Also muss ich hier sagen, ich bin neutral, weil das ist für mich zu undurchschaubar. Ich kann die Wahrscheinlichkeit nicht abschätzen, was davon wahrscheinlicher ist. Ich sage neutral, weil das weiß ich nicht. Betreiber sozialer Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformationen auf ihren Plattformen umgehen sollen. Ja, natürlich sollen sie das. Deswegen sind es die Besitzer und Betreiber. Desinformation ist relativ. Sollen frei entscheiden, ja. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Ist auch so ein problematisches. Ich habe nun keine Ahnung, wie viele es schon gibt, aber das Problem ist, ich bin dafür, dass die Europäische Union, soweit es geht, landwirtschaftlich sich selbst versorgt. Und ich habe den Eindruck, die Naturschutzgebiete, die wir jetzt haben, reichen. Also mehr würde ich sagen, nein, eigentlich eher nicht. Frage 19. EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten.
die Regeln und Werte der EU verletzen sollen, weiterhin zurückgehalten werden. Nun kann man natürlich sagen, warum bleibt man in einem Club, deren Regeln und Werte man nicht teilt? Das habe ich nie ganz verstanden. Aber nun kann man natürlich sagen, ganz pragmatisch, Leute, die wollen dein Geld, also unser Geld, also euer Geld, was auch immer, per se. In abstrakter, wenn wir uns von der EU, von der Vorstellung der EU, wenn man in einem Club Mitglied ist und die Regeln verletzt, dann muss natürlich was passieren, das ist klar, das ist Logik. Dann könnte man natürlich sagen, die Regeln der EU sind scheiße. Ja, aber wie gesagt, dann ist, verstehe ich die Konsequenz nicht, warum dann nicht gehen? Und es gibt genug Länder, die sagen, uns passt das nicht, die könnten ihre eigene Union aufmachen. Ich muss hier der Logik halber sagen, ja, auch wenn ich die Regeln nicht teile, die die EU hat, und vermutlich, ich weiß es nicht genau, ich weiß auch nicht, was es genau für Regeln, also für Regelverletzungen, es gab was in Polen, in Ungarn, da weiß ich auch nicht genau, wo ich auf der Seite jetzt in den Regeln stehe, aber grundsätzlich bin ich hier Konsequenzlogiker, indem ich sage, wenn man in einem Club Mitglied ist, muss man sich auch an die Regeln halten, sonst muss man gehen, was man dann auch eigentlich sollte. Also, ja, sollten weiterhin. Die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren. Na ja, gut, also darüber müssen wir gar nicht diskutieren, natürlich nicht. Das ist ein verlorener Krieg. Die zulässige Menge an Fischen. Oh, jetzt kommt wieder so ein Thema. Die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden soll, dürfen, sollen gesenkt werden. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Das ist ein Thema, von dem ich keine Ahnung, da bin ich neutral. Puh. Die Einfuhrzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Nun bin ich natürlich auch so patriotisch, dass ich sage, es ist mir lieber, wenn unsere europäischen und dann im engeren Sinne unsere deutschen Produkte verkauft werden. Aber ich bin auch liberal genug, dass mir solche Zoll. Das ist einer der Punkte, wo ich sage, zu einem Teil sage ich schon, ich sage nicht, der Markt regelt, als in dem Sinne, dass das ist der magische Markt. Es hängt für mich auch davon ab, was China macht. Ne? Und das weiß ich eben nicht. Hat China Zölle auf Autos auf der EU? Das kann man ja mal googeln, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind. So. Erhebt China Zölle auf Autos. Also es ist hier auf die durch die. Ich sehe hier nichts. Ich weiß es nicht. Auch unabhängig davon, es ist ja eine Frage der Werthaltung. Nein, also ich bin nicht dafür, dass die erhöht werden. Entweder wir produzieren gute und günstige Autos oder eben nicht. Ach, es geht auch noch um Elektroautos. Ja, man könnte natürlich argumentieren, aufgrund der Autarkie, wir sollten nicht von China abhängig werden. Ne? Oh, das ist schwer. Da stehen zwei Werte gegeneinander, denn ich bin eigentlich gegen Zölle nicht. Ich bin eigentlich nicht einfach. Ich bin eigentlich, ich will nicht sagen für die Abschaffung von Zöllen, aber ich bin kein Freund davon. Weil das für den Käufer bedeutet, dass er immer noch extra zahlen muss für etwas, was ich nicht einsehe. Warum soll der Staat Geld kriegen, wenn ich im Ausland was kaufe? Das sehe ich eigentlich aus libertären Gründen. Ja, huch, ich weiß, aber es ist halt so. Das sehe ich aus libertären Gründen. Also nicht ein Gut. Ich bleibe jetzt, ich entscheide mich, diesem libertären Grundsatz treuer zu bleiben und zu sagen, nee, in diesem Fall muss halt der Markt regeln. Entweder wir machen sie auch gut und günstig. Ja, es ist ein Marktname, ne? Was ist das von gut und günstig, Edeka? Ist egal. Also entweder wir packen das oder wir packen das nicht. Also sorry. Vor allem die Zölle gehen dann an den Staat und das passt mir alles überhaupt nicht. Nein, soll nicht erhöht werden. Ich weiß, es gibt gute Gründe, auch umgekehrt, aber die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten straffrei möglich sind. Nein. Da bin ich streng religiös bei der Teilung der ersten Zelle. Soll sich nicht dafür einsetzen, ist meine Meinung. Sorry, ist erzreaktionär, es ist aus spirituellen Gründen mehr aus als religiösen Gründen, aber überhaupt nicht. Never.
Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten. Oh, das ist ja was anderes. Ich möchte eher Grenzkontrollen nach außen hin. Ob ich jetzt unbedingt will bei meiner nächsten Polenreise, die in diesem Leben nie wieder finanzierbar ist, aber egal, theoretisch. Moment mal, wenn da ich nie wieder reise, könnte ich ja allen anderen mich rächend vergällen und sagen, wenn ich sowieso im Leben nie wieder reisen kann, dann soll es für euch so niederträchtig und fies wie möglich sein. Aber ich bin ja nicht so rassig, oder doch? Zwischen den Mitgliedstaaten dauerhaft. Oh. Ja, nun kann man natürlich sagen, die schleusen ihre Migranten zu uns. Aber begeistert bin ich von der Idee trotzdem ehrlich gesagt nicht. Nee, ich will, dass die EU-Außengrenzen geschützt werden. Die Vorstellung bei jedem Österreich- oder Holland-Urlaub, Grenzkontrollen. Ich meine, es war ja in meiner Kindheit und Jugend so. Das war jetzt kein Aufhebens. Da gingen Leute durch den Zug, da hat man die Pässe vorgezeigt, das war's. Also das war ja nicht der Horror oder so. Ne? Also man könnte das einführen und das ist wesentlich weniger dramatisch, als die meisten sich das vorstellen. Wir sind ja in meiner Jugend und die davor in Europa normal auch so gereist. Wie gesagt, man hat seinen Pass vorgezeigt und ja, bitte, das war's. Ne? Selbst wenn man mit dem Zug zwischen die DDR-Grenzer waren da auch im Zug nicht so. Die Grenzkontrollpunkte, die waren etwas, wo man schluckte, weil da waren Leute mit Maschinengewehr und das dauerte manchmal. Aber im Zug, da gingen halt die DDR-Grenzer durch den Zug. Man zeigte das vor und der Zug fuhr weiter. Also, es war eigentlich kein großes Thema. Es ist also kein Horror. Aber eigentlich möchte ich es trotzdem eher nicht, denn dass man da hier frei hin und her fahren kann, finde ich schon eine positive Freiheit, für die ich eigentlich bin. Also sage ich hier, nein, soll es nicht zwischen den Mitgliedstaaten. Die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmung bestätigt werden müssen. Absolut. Absolut. Volksabstimmung. Nicht Parlamente, bitte. Volksabstimmung. Schon wieder die EU, aber wir sind ja dabei. Die EU soll den Anbau von weiteren gentechnisch veränderten Pflanzensorten erlauben. Ach, das ist auch so ein Thema, wo ich sagen muss, wo ich passen muss. Ich habe keine Ahnung. Also, das wäre jetzt ganz gefühls- und auf so eine Gefühlsebene will ich mich hier nicht begeben. Ich muss sagen, neutral, weil da würde ich echt lange viel lesen müssen. Und ich glaube, das ist auch noch eine Sache, wo wir keine wirklich abschließende Informationen haben, ist das jetzt gefährlich, ist das nicht. Ich kann es jedenfalls mit keiner Sicherheit sagen, die ausreichend ist, also sage ich neutral. Oh, geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, ist das eine Fangfrage? Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Ja, Gewalt gegen Leute, wenn Leute mit dem Leben gefährdet sind, das ist ein Asylgrund. Das muss nicht gegen Frauen extra. Warum soll das gegen Frauen extra sein? Jeder, der mit. Das ist ursprünglich Asyl. Asyl ist, wenn man sich wohin rettet, weil man vom Tode bedroht ist. So, das ist Asyl. Was ist aber Gewalt? Nun kann man sagen, weiß ich nicht. Wenn man sehr starke Gewalt täglich ausgesetzt ist, ist das vielleicht auch noch zumutbar. Aber das ist so eine Grenzfrage. Ab wann, weiß ich nicht. Und das ist halt, da begeben wir uns in schwieriges Wasser. Ich würde es ablehnen aus einem einfachen Grund, weil ich denke von der Perspektive der Menschenrechte. Das ist der gleiche Grund, warum ich mit diesem Transrechte sage, ich verkapiere das nicht. Es gibt Menschenrechte, so, die allen Menschen zustehen, hinter denen ich stehe. Weil sie Menschen sind. Nicht, weil sie transsexuell sind oder weil sie Frauen sind oder Männer sind oder sonst was, sondern weil sie Menschen sind. Deswegen würde ich sagen, nein, eine spezifische Gewalt gegen spezifische Gruppen würde ich nicht sagen, sondern wenn, dann ist es ein Gewalt, ist ein Asylgrund oder nicht, aber nicht für Frauen oder Transsexuelle oder sonst Es sei denn, es gibt, wie gesagt, eine Todesstrafe für Frauen in einem Land oder so. Oder weiß ich nicht. Ja, wenn ich jetzt darüber reflektiere, es gibt natürlich Länder, in denen speziell starke Gewalt gegen Frauen
ich sag mal, legitim ist. Da könnte man natürlich sagen, ja, denn die werden dort möglicherweise. Aber es ist so eine Fangfrage. Es ist echt eine Fangfrage, denn normalerweise müsste man sagen, Menschen, ich nehme mal mich selbst als Beispiel. Es gibt ja muslimische Länder, in denen werden Homosexuelle hingerichtet. Nun würde ich sagen, ja, sie sind dort vom Tode bedroht, das ist ein Asylgrund. Und sie erstreckt sich, natürlich ist der Asylgrund per se, weil sie sind homosexuell und werden in diesem Land aufgrund dieser Eigenschaft mit dem Tode bedroht. Das Asyl wird ihnen aber gewährt, weil sie Mensch sind, nicht weil sie homosexuell sind. Dass sie als Homosexuelle in diesem Land mit dem Tode bedroht sind, ist zwar der Grund, warum sie mit dem Tode bedroht sind, den Asylgrund bekommen sie aber nicht spezifisch, weil sie homosexuell sind, sondern weil sie mit dem Tode bedroht sind. Es bleibt also dabei, nein, weil dieses, das, da kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen, von Hacke nach Nacke, die Menschenrechte reichen aus, die Menschenrechte decken das ab. Asyl wird Menschen verliehen, die vom Tode oder von sehr großer Gefahr in einem Land bedroht sind. Ob Mann, ob Frau, ob schwul, ob trans, ob sonst irgendetwas. Weil ich will, bin gegen diese Aufspaltung, weil das führt nur zu einem Streit der Menschen untereinander. Also ja, Asylgrund, aber für Menschen, die bedroht sind von Gewalt. Was der Grund ist, ist dann, kann man dann klären als Rechtsgrundlage. Aber es ist, wie gesagt, Menschenrechte decken das ab, insofern keine Spezialspirenzchen. Auch wenn die ganzen Taz und ZDF das natürlich umdeuten als böse Rechts, ich weiß. Wie gesagt, ich bin hier Menschenrechtsvertreter und deswegen sage ich das. Und das ist aber, das wird denen egal sein. Urheberrechtlich geschützte Werke. Zum Beispiel Fotos, Musik, Literatur sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden. Ja, bin ich ganz stark dafür. Ich glaube, das Urheberrecht ist spätestens seit der Erfindung von KI, aber überhaupt schon seit der Entwicklung des Internets nicht mehr zeitgemäß. Ich will nicht ganz so weit gehen, dass ich es ganz abschaffen möchte, aber es muss völlig neu definiert werden und stark zurückgedrängt. Es ist eher ein Hemmnis der Entwicklung meines Erachtens und für nicht kommerzielle Zwecke ohnehin. Was natürlich bedeutet in diesem Sinne, wenn ich ein Bild male, händisch, sagen wir mal, oder einen Text schreibe. Ich habe zum Beispiel hat jemand, ich habe eine Abhandlung geschrieben, die 147 delphischen Maximen mit Kommentaren. Daraus hat jemand ein Tarotdeck gemacht und meinen Text benutzt als Handbuch. Nun hätte ich mich vermutlich nicht besonders aufgeregt, wenn er mich wenigstens mit Namen erwähnt hätte, beruhend auf hier und da, da und da. Er hat aber auch Geld verdient und da sah, bin ich schon so ein bisschen, wo ich sage, aber hier geht es ja um, ist jetzt diskutierbar. Bin ich auch mit mir nicht eins, gebe ich zu. Aber bei nicht kommerziellen Zwecken kostenlos, solange der Autor genannt werden muss. Das setze ich jetzt mal voraus, ist ja leider nicht geklärt. Aber ja, für nicht kommerzielle Zwecke sollen urheberrechtlich geschützte Werke verwendet werden dürfen. Ich bin dafür. Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden. Ja, die bringen nichts. Schaden nur den kleinen Leuten, den Milliardären schaden sie nicht, den Krieg halten sie auch nicht auf. Ja, sollen abgebaut werden. Das Erasmus-Plus-Stipendium. Keine Ahnung, was das ist. Für Auslandsaufenthalte soll für Studierende, jetzt hat er auch noch gegendert, na was sonst, soll für Studierende, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, höher sein. Das ist auch so eine Frage, wo ich schwer beantworten soll. Erstens mal weiß ich nicht, warum Studenten überhaupt einen Auslandsaufenthalt brauchen. Ich habe studiert ohne Auslandsaufenthalt. So, also ich weiß nicht, warum das überhaupt jemand muss. Es war kein Privileg. Ich weiß auch nicht, warum der allgemeine, ich bin Gott, dass ich argumentiere schon wieder, lieber Libertär. Ich weiß auch nicht, warum die Allgemeinheit dafür aufkommen soll, dass Studenten in anderen Ländern studieren. Nun kann man sagen, unsere Universitäten sind grausig, aber dann wäre das eher das Problem, das gelöst werden muss. Was das Erasmus Plus ist, weiß ich auch nicht.
Nun ist, kann man natürlich sagen, solange es das Erasmus-Plus-Stipendium überhaupt gibt, kann man argumentieren, die, die wenig Geld haben, sollen auch gefördert werden. Das ist umgekehrt ein Gerechtigkeitsargument. Aber da ich grundsätzlich nicht sehe, warum Leute im Ausland studieren sollen, zu meiner Zeit hat das keiner gemacht und davor auch nicht. Also ich weiß nicht, warum man ein steuerlich verbrieftes Anrecht darauf haben soll, im Ausland studieren zu sollen, wenn es Steuern gibt, die erhoben werden, dann um unsere Universitäten hier so gut zu machen, dass man nicht ins Ausland muss. Also nein. Die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. Also ich meine, ja, natürlich ist die Antwort logischerweise ja, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. Also nein, nein, nein. Jetzt diskutiere ich gar nicht mehr. Ist nein. Wenn unter den so vielen Millionen in Deutschland und zig Millionen in Europa nicht genug Fachkräfte da sind, gibt es überhaupt keine Aussicht anzunehmen, dass die nächsten, die kommen, mehr Fachkräfte sind als die, die bisher da sind. Und die, die bisher da sind, ist offenbar nicht, denn in vielen Bereichen, siehe Pflege, gibt es ja Mangel. Der ist real. Ne? Und wenn die Millionen, die hierher gekommen sind, alle nicht genug Fachkräfte dafür haben, weil die es nicht wollen oder können, das kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht, ist mir egal, nicht ausgereicht haben, dann ist more of the same kein politischer Kurs. Die Beteiligung außereuropäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Per se ja. Dann kann man sich damit natürlich auch ins Knie schießen, weil man manchmal, weil das manchmal hilfreich ist. Ist die Frage jetzt auch, was als kritische Infrastruktur. Aber ich möchte nicht, dass alles aus der EU rausverkauft wird. Also sage ich, wissend, dass ich jetzt nicht der super, der absolut informierte, das ist ein nicht ganz informiertes, nicht eine ganz informierte Entscheidung, aber sie sollte beschränkt werden, ja. Ich möchte nicht, dass hier alles ausverkauft wird. Soll beschränkt werden, stimme ich zu. Der Präsident bzw. die Präsidentin, komisch, da wird jetzt nicht gegendert, das Präsidentix. Oder die Präsidierenden, das Präsidierende. Das Präsidierende in der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern direkt werden. Ja, absolut. Ich bin zwar dagegen, dass es diese gibt, aber Direktwahl. Absolut. In der EU sollen Unternehmen mehr für den CO2-Ausstoß zahlen müssen. Nein, nein, das ist Schwindel. Stimme ich nicht zu, das ist richtig. Asylbewerberinnen und Bewerber, Asylbewerbende, bitte. Das ist, die machen es, die gendern auch noch in jedem Mal anders. Mal heißt es Präsident und Präsidentin, dann heißt es Studierende und jetzt haben wir Asylbewerberinnen und Bewerber. Ja, mein Gott, entscheidet euch doch wenigstens mal für eines. Asylbewerbende. So, das wäre das, wie es das erste Mal ist. Oder Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Und jetzt mit Strich, ich weiß noch, kommt das nächste Mal, kommt dann mit Binden, mit Strich, mit Sternchen. Das sind nie mal konsequent. Das ist, die Leute, die haben einen Schaden. Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenzen stellen müssen und dort auf das Ergebnis warten. Ja, undiskutabel, natürlich. Auch wenn ich nicht glaube, dass das viel hilft, aber ja. Die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren. Ich glaube ja. Ich bin nun nicht gerade ein Kriegstreiber, wirklich, das mögt ihr mir glauben, aber man braucht halt nur mal Militär. Die Welt ist kein friedlicher Ort. Und ich glaube nicht, dass wir finanziell in der Lage sind, uns komplett selbst zu finanzieren und wenn wir sehen, wie groß hochgerüstet andere Mächte sind, dann sind die Europäer, glaube ich, besser beraten, das gemeinsam zu machen. Ja, soll sie weiterhin. Wie gesagt, schweren Herzens, aber ja, soll sie. Letzte Frage: Das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Das ist auch wieder so eine Fangfrage. Könnte man sagen, nein, weil man mag das auch, aber dann ist die Frage, ja, wer sonst? Dann sagen sie, ja gut, dann macht das die Kommission. Du hast es so entschieden, ne? Also wenn ich mir sage, das Parlament
Wenn ich es so deute, und Sie meinen es wahrscheinlich auch so, es würde die, glaube ich, nicht sagen, die, nicht das Europäische Parlament, sondern die, weiß ich nicht, nationalen Parlamente. Das glaube ich nicht, dass die so denken. Sondern dann sagen die das statt dem Europäischen Parlament die Kommission. Aber es ist auch, wie gesagt, es ist eine Fangfrage, weil man weiß nicht, es steht hier statt wem. Es steht nicht dabei. Aber wenn die Europäische nun eine, also unter der Voraussetzung, das ist ja die gegebene, es gibt die EU. Dann ist das Parlament der Ort, wo ich am ehesten sagen würde, ja, denn das Parlament wählen wir, die Kommissare wählen wir nicht. Und alles andere ist auch Kungeln hinterm Vorhang. Also wenn es eine EU gibt unter der Voraussetzung, dass dort Entscheidungen getroffen, dann ist am ehesten das Europäische Parlament die zentrale Kammer, meines Erachtens, wenn schon. Also ja. Gewichtung, ach Gott, das muss ich jetzt auch noch festlegen. EU-Steuern ist für mich wichtig, Verbrennungsmotoren nicht so, Seenotrettung nicht so, Mitgliedschaft der Ukraine, die kommt sowieso nicht zustande. Ökologische Landwirtschaft, nationale Währung, Geschlechter im Pass, Wölfe, Photovoltaik, außenpolitische Entscheidungen, ja, das wichtig sollte nicht Mehrheit reichen. Europol ist auch wichtig, dass das nicht kommt, das finde ich entsetzlich. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Geschlechteranteil von Wahllisten. Ja, also eine soziale, diese Grundsicherung ist auch, habe ich gesagt, ist unklar, was das heißt. Das ist wichtig, keine Desinformation, es ist ein Scheißbegriff. Naturschutzgebiete, Werte und Regeln, Waffen für die Ukraine. Wäre eigentlich wichtig, aber ich glaube, das geht sowieso zu Ende. Einfahrzölle, Schwangerschaftsabbrüche, dauerhafte Grenzkontrollen, Volksabstimmung bei neuen Mitgliedern, Gewalt gegen Frauen, Urheberrechtsschutz. Ja, das ist mir schon wichtig. Sanktionen gegen Russland ist wichtig, aber betrifft mich persönlich nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. Erasmus Atomkraft ja unbedingt. Weil man kann hier nicht 20, 50 ankreuzen, da hat es keinen Sinn. Kritische Infrastruktur, Direktwahl, Fachkräfte, ja, keine bitte. EU-Parlament, Asylanträge. Ja, Preis ist auch wichtig, das soll hier dieser CO2-Schwindel ist. Und Asylanträge auch. So, dabei bleibt's. Kann man nicht alle auswählen? Hier können Sie alle gleichzeitig auswählen. Ja, ich will es von allen wissen. Was haben wir denn hier? CDU, CSU, Grünen, SPD, AfD, Linke, FDP, die Partei Freie Wähler. Partei Mensch, Umweltschutz, Tierschutz, ÖDP, das ist so eine ökologische Familienpartei, Volt. Ja, die sind mir unsympathisch. Ich kann die nicht leiden. Ich weiß nicht warum. Piratenpartei, ach, die gibt es noch. Was haben wir hier noch? Mera 25. Gemeinsam für europäische Unabhängigkeit, okay. Heimat, klingt nach so einer, ja, ich sag mal, im weitesten Sinne rechten Partei. Ach, ist das nicht die NPD, die sich umbenannt hat? Mir fällt es gerade ein, die Heimat. Ist doch die NPD gewesen früher, ne? Also ich mag mich jetzt irren. Was haben wir hier? Aktion für Tierschutz ist mir zu speziell, mein Gott. Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Ich glaube nicht, dass das eine Partei entscheidet, sondern dass das die Technik bringt. BIG, Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Pff, keine Ahnung. Christen für Deutschland, bin kein Christ. Partei der Humanisten, bin auch kein Humanist. Ich bin Telemit. Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller. Ja, DKP, oh ja, unbedingt. Die Deutsche Kommunistische Partei. Was haben wir? Marxistisch-Leninistische Partei. Das gibt es auch noch getrennt. SGP, Sozialistische Gleichheitspartei, vierte Inter. Es gibt drei, da haben wir schon drei. Dann haben wir noch Bündnis Sahra Wagenknecht, vier. Mein Gott, die waren sich auch nicht einig, ne? Aktion Bürger für Gerechtigkeit, habe ich keine Ahnung, was dahinter. Dritte ist die Basis. Ist das dieses, der dritte Weg? Nee, Basispartei. Das ist die drei, habe ich mir nur eingebildet. Bündnis Deutschland sagt mir gar nichts. Sahra Wagenknecht, ja. Die Frau selber ist nicht dumm, aber mit wem die zusammen ist, nee. Da war Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch klingt eher unsympathisch. Klimaliste Deutschland klingt entsetzlich. Parlament aufmischen. Stimme der letzten Generation. Ja, was ich damit, da sage ich gar nichts. Partei der Vernunft, mein Gott.
PDF. Ich dachte immer, das sei was, was man öffnet. Partei des Fortschritts. Okay, ja. Was ist Fortschritt? Partei für Veganer und Veganer. Natürlich, Veganer, die brauchen eine eigene Partei, ja. Europa ist das neue Weimar. Veganer brauchen ihre so. Also, was ist das Wahl-O-Mat-Ergebnis? Die AfD mit 81,3. Ja, no surprise. Natürlich. Was haben wir dann noch? Bündnis für Deutschland. Davon habe ich noch nie gehört. Steht hier irgendwas? Ugh. Warum ist das jetzt weg? Das seit 2022 bestehende Bündnis Deutschland gilt als rechtskonservativ und wirtschaftsliberal. Igitt, wirtschaftsliberal. Individuelle Leistung, Eigenverantwortung, das sind eigentlich nur Stichworte für die Armen sollen krepieren. Heimat ist die NPD, die wähle ich per se nicht. Was haben wir denn hier über die unbekannte Partei der Vernunft? Minimalstaat, nein, ich bin Etatist, ganz klar. Also Minimalstaat heißt, die Leute waren im Stich gelassen und jeder für sich selber. Nein, das ist asozial, bin ich nicht dafür. Sorry. Und der Rest ist mir so bla. Aber es braucht dann relativ lange, bis die erste kommt, der etablierten 51% FDP, 49% CDU, Linke 38, SPD 37. Immerhin noch 29% letzte Generation, wie peinlich. Und Grüne auf dem untersten Platz. Okay, gut. Ihr wisst Bescheid, ne? So, also. Die AfD. Wenn ihr nur ein Sozialprogramm hättet wie die alte SPD unter Helmut Schmidt. Ich würde euch ohne Vorbehalt wählen und unterstützen. Bis zum Äußersten. Aber ohne ein Sozialprogramm eines Sozialliberalismus à la Helmut Schmidt ist es nur für mich persönlich, ich kann es nicht. Ich kann das nicht. Reichsarbeitsdienst und Dings ist für mich, wo ich sage, oder überhaupt, ich will diese Schikane vom Staat nicht. Wie gesagt, ich bin für bedingungsloses Grundeinkommen und das ist für mich ein ganz hoher Wert, weil ich weiß, wie die Zukunft wird. Im Gegensatz zu den meisten, die es nicht wissen. So, ich bin der Wissende. Dafür habe ich 40 Jahre geopfert, um das zu wissen. Gut, könnt ihr mir glauben oder nicht, natürlich, ganz klar. Kann mich irren wie jeder. Aber ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Insofern, es bleibt dabei. Ich werde nicht wählen gehen. Ich nehme es jetzt auch niemand spezifisch übel, wenn er AfD wählt. So. Aus alter Freundschaft. Aber eine Partei, die nicht. Für mich muss eine Partei erkennen, dass die Zeit der Vollbeschäftigung vorbei ist. Denn die ist vorbei und sie ist es einfach. Objektiv. Auch schon vor KI und Robotik. Sie ist es schon seit Jahrzehnten, ist sie vorbei. Ganz einfach. Die kehrt einfach nicht wieder. Sie ist auch nicht ökonomisch, weil, wie gesagt, es wäre Leute, aber ich verhedder mich schon wieder. Okay, ihr seht, wo ich stehe, per se, im Großen und Ganzen. Aber manchmal gibt es halt die eine Eigenschaft, wo man sagt, nee, das dient den Milliardären und niemand anders. Ich weiß, ihr kotzt wieder alle im Strahl, aber ich kann keine Partei wählen, die hauptsächlich in Wirtschaftsfragen die Interessen der Milliardäre. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helf mir.